Einen wunderschönen guten Abend, willkommen im neuen Jahr, zum ersten Chaos-Treff im neuen Jahr. Heute soll es um U-Matrix gehen. Was U-Matrix ist, werden wir uns gleich anschauen, aber ich kann so viel verraten, es ist ein Add-on für den Browser, namentlich für Firefox und für Chrome und Chromium. Und ich habe hier dazu gerade mal einen neuen Firefox fertig gemacht und das erste, was der mir gezeigt hat, at Mozilla, we believe that privacy is fundamental to a healthy internet. Was tatsächlich recht gut passt, denn in der Richtung werden wir uns auch bewegen. Diese Seite vom Firefox-Browser ist eine Liste von, wohin der standardmäßig irgendwelche Daten sendet, zum Beispiel Mozilla-Absturzberichte und dergleichen. Und auch mit U-Matrix können wir sehen, wo bestimmte Dinge hingesendet werden. Also wenn wir zum Beispiel irgendwie mal auf, was nehmen wir denn mal? Nehmen wir mal das Sturmgeschütz der Demokratie. Da haben wir ein nettes Bild von Herrn Putin und wir sehen hier so ein bisschen Werbung und ein bisschen anderes Zeug. Günstige Flüge in die Sonne will er mir offensichtlich andrehen. Hast du noch nicht vorbereitet? Nein, das habe ich absolut nicht vorbereitet. Das ist ein frisches, unangetastetes Firefox-Profil tatsächlich. Da habe ich gar nichts mit zu tun und diesmal meine ich das sogar ernst. Und genau, also wenn wir irgendwie diese Leute, gibt es da noch mehr Werbeanzeigen? Ich weiß es gerade nicht, ist ja auch egal. Und wir können uns irgendwie auch, so ein Klassiker ist, glaube ich, ich habe da zwar keine Ahnung von, aber das soll auch relativ schlimm sein. Dieses kicker.de irgendwie, hier hat irgendwie 1 und 1, schalte da Werbung, bestes WLAN inklusive, wenn man sich da DSL bestellt. Nimm Yahoo. Wir können uns auch Yahoo nehmen. Ja, das ist auch eine Maßnahme. Das ist primär der Beamer da. Ich hätte ja eine breitere Auflösung, aber der Beamer macht es leider nicht mit. Dann hätten wir hier Yahoo. Ich weiß gerade gar nicht, wem die im Moment gehören, aber auch die gibt's hier. Und jetzt haben wir diese Seiten einfach mal aufgerufen. Wir können jetzt in unsere Add-ons gehen. Entweder so oder wir gehen hier über den Knopf und dann hier irgendwie in Add-ons rein. Und können uns das Add-on U-Matrix installieren, um das es heute gehen soll. Dieses U-Matrix bezeichnet sich nämlich selbst als HTTP-Firewall. Es fragt jetzt nach ein paar Permissions, zum Beispiel muss an unsere Browser-Tabs rein, weil es da gleich Dinge ändert und dergleichen. Gebe ich ihm mal, mache das auch direkt den Logger auf, der Logger ist mir gerade voll egal, den machen wir wieder zu. Und was wir jetzt sehen ist, wir sehen hier so ein Ding, das sagt uns im Moment No Webpage Found, weil wir nicht auf einer Webseite sind. Aber jetzt hier sehen wir so ein buntes Ding hier oben. Das ist U-Matrix und wenn ich das irgendwie so habe, sieht es irgendwie so aus. Was wir hier sehen, ist nämlich zum Beispiel die Seite yahoo.com und verschiedene Spalten, zu denen wir gleich kommen, und verschiedene Seiten, auf die yahoo.com alle versucht zuzugreifen. Zum Beispiel versucht diese Seite irgendwo von geo.yahoo.com zwei Bilder nachzuladen. Aktualisieren wir mal. Und nachdem wir die Seite jetzt aktualisiert haben, lädt Yahoo offensichtlich noch eine ganze Menge mehr nach. Jetzt sind es drei Bilder von geo.yahoo.de und man könnte jetzt vermuten, dass das hier vielleicht dazugehört. Und wir sehen eben auch, dass zum Beispiel seit Sachen von y-images, was wahrscheinlich yahoo-images.com, da yahoo-images.com versucht hier einen Cookie zu setzen. Das ist die Spalte Cookies. Und diverse Sachen versuchen, diverse andere Dinge zu machen. Gleichzeitig, wenn ich auf yahoo.de bzw. de-yahoo.com surfe, wird auch versucht, eine Anfrage auf @nxs.com rauszuschicken, auf fra1ib@nxs.blablabla, Google Syndication, irgend mehr Google Syndication. Dann kann ich das auch zuklappen, dann ist es ein bisschen weniger. Aber hier sehen wir, ich habe jetzt im Wesentlichen yahoo.de eingegeben, aber de facto werden Anfragen an diverse andere Seiten rausgeschickt. Gucken wir uns das Ganze mal auf kicker.de an. Wir sehen das Ding, also ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber dieses Ding ist im Wesentlichen rot. Wir sehen irgendwas matrix.net, s400matrix.net. Ja, das Reload kommt sofort. Wir sehen eine Anfrage an doubleclick.net, was eine Google Company für Tracking ist. Wir sehen hier googleads.g.doubleclick.net. Pubmatic, whatever, laden wir die ganze Sache mal neu. Wahrscheinlich wird das jetzt explodieren. So ein bisschen, ja.
Wir sehen hier, die, auf kicker.de wird nachgeladen von communitykicker.de, Damo, 2.damo.bla, irgend so eine URL, die so lang ist, dass sie nicht mehr hier ins Fenster passt. Media.kicker.de. Ein paar von denen sind ja auch durchaus sinnvoll. Also zum Beispiel hat die Seite vermutlich alle Videos und Bilder und so auf einen eigenen Server, der unter mediadb.kicker.de liegt. Wir sehen hier zum Beispiel, 99 plus Images werden von dem Ding nachgeladen. Und das ist eben separiert. Aber wir sehen hier eben auch Anfragen an Amazon, an irgendwas von Google APIs, an IOAM.de, an script.IOAM.de. Wir sehen, es ist viel. Dann gucken wir uns mal das Stromgeschütz der Demokratie an. Das wird jetzt auch laufend mehr. Wenn wir das einmal neu laden, gucken wir mal, wie schlimm es wird. Warum sind manche grün und manche rot? Dazu kommen wir sofort. Aber wir sehen erstmal, das sind die Seiten, wo er uns einfach sagt, U-Matrix hat sich die Seite angeguckt. U-Matrix stellt fest, diese Seite macht Anfragen irgendwo auf der Seite, lädt zum Beispiel ein Bild von, DC44S209matrix.net. Nach. Von Google Syndication werden Bilder nachgeladen. Und whatever. Genau. Und was dieses U-Matrix jetzt kann, U-Matrix ist dazu gedacht, solche Sachen zu unterbinden, wenn man das möchte. Zum Beispiel kann ich, wenn ich jetzt mal auf kicker.de gehe und wir haben hier gesehen, Dinge sind grün, Dinge sind rot. Die Dinge, die grün sind, das wird von U-Matrix durchgelassen. Das heißt, wenn ich die Seite habe und hier gibt es eben viele Bilder, dann werden die alle mit eingebaut, weil die von media.db.kicker.de nachgeladen werden und sie sind grün, das heißt, die werden noch reingeladen. Die ganzen Bilder, die zum Beispiel hier von theadx.com, das Bild, was hier nachgeladen wird, das wird nicht eingebaut, weil U-Matrix diesen Request unterbindet. Das heißt, wenn ich kein U-Matrix einsetze, hätte theadx.com mitbekommen, dass ich hier zum Beispiel gewesen wäre, so bekommt es es nicht mit, weil dieser Request eben unterbunden wird. Was ich jetzt machen kann, wenn ich hier so drüber fahre, seht ihr, oben wird es so grünlich und unten wird es so rötlich. Ich kann jetzt zum Beispiel mal die Bilder abschalten von Media und vom Media Proxy. Wenn wir jetzt die Seite neu laden, sollte das ziemlich trist aussehen. Und tatsächlich sieht das auch ziemlich trist aus. Ja, es sieht sehr, sehr trist aus. Es ist wahr. Genau, also ihr seht, daran sieht man sehr gut, was die Funktionsweise von diesem Ding ist. Ich kann also, aus irgendeinem Grund hat er jetzt plötzlich 75 Bilder versucht nachzuladen. Ich habe keine Ahnung. Aber ihr seht, die Grundidee ist, ich kann eben sagen, von hier bitte nichts nachladen, von anderen Seiten bitte nachladen. Wer NoScript oder so benutzt, konzeptionell selbe Idee. Manche Sachen sind bereits vorgeblockt. Andere Sachen sind standardmäßig freigeschaltet. Also standardmäßig sagt ihr mir zum Beispiel, wenn ich irgendwie hier auf dieser Seite bin, willst du vermutlich das Zeug von allen Subdomains von dieser Seite willst du vermutlich auch haben. Und deswegen sind die standardmäßig alle hier ausgegrünt. Hier unten bei anderen Domains, wo es zu anderen Anbietern geht, sieht das eben entsprechend anders aus. Da sind standardmäßig nur diese zwei hier freigeschaltet und alle anderen sind rot. So, Spiegel Online denkt jetzt, ich habe irgendwie einen Werbeblocker. Und zeigt mir deswegen auch keine Sachen mehr. Dann gucken wir mal. Dann kommen wir jetzt zur ersten Demo. Spiegel.de Skript. Das heißt, wir gehen jetzt vielleicht mal durch diese Spalten durch, was da eigentlich alles geblockt wird. Wir haben hier auf der einen Seite, also U-Matrix trennt mir das Ganze auf. Also ich muss mich nicht entscheiden, alles zuzulassen oder alles wegzulassen, sondern es trennt mir das auf in Cookies. Bei Cookies ist es so, U-Matrix verhindert zwar nicht, dass der Cookie auf meiner Platte landet, aber U-Matrix verhindert, dass der Cookie rauskommuniziert wird an die Seite zurück. Das ist der Grund, warum U-Matrix weiß, wie viele Cookies hier gesetzt werden. Standardmäßig werden Spiegel.de-Cookies zurück an Spiegel.de kommuniziert, kann ich aber problemlos unterbinden. Das andere sind hier CSS, zum Beispiel haben wir hier fonts.google-APIs dabei, ich glaube nicht. Aber von CSS zum Beispiel sind Stylesheets, wenn man zum Beispiel extern irgendwelche Designs für die Website nachlädt. Wenn man zum Beispiel von Google irgendwie Schriften nachlädt, das würde alles unter CSS fallen. Weil es sich da um Aussehen der Website und um Schriften und dergleichen hält, ist das in den meisten Fällen in den Standardeinstellungen von U-Matrix bereits vorgegrünt, weil die normalerweise nicht besonders gefährlich sind, gleichzeitig aber das Aussehen der Website doch deutlich aufhübschen. Selbes Spiel für Bilder. Bilder will der User meistens sehen, gleichzeitig sind sie meistens nicht besonders problematisch. Deswegen ist da standardmäßig recht viel grün, während alles andere bei den Drittanbietern eher rot ist.
Genau, Bilder haben wir bei kicker.de eben gerade gesehen, was das ist. Ich glaube, das ist relativ selbsterklärend. Bei Media handelt es sich um so Dinge wie zum Beispiel Videos, wie Audio. Also wenn ich zum Beispiel möchte, dass bestimmte Seiten nicht einfach anfangen loszuplärren, wenn ich auf deren Website gehe, kann ich einfach sagen, Medien mache ich erstmal komplett, erlaube ich einfach, das kann ich auch direkt hier oben machen. Wenn ich es hier oben mache, sagt er mir einfach komplett alles tot. Dann lässt der Medien unabhängig von was los ist überhaupt nicht zu. Ich kann auch sagen, ich will das nur für spiegel.de und Subseiten gemacht haben. Dann kann ich das hier sozusagen auf der Hauptdomain ändern und das propagiert, wie man hier sieht, auf die unteren Seiten. Ist vielleicht illustrativer, wenn ich es hier mache. Wir sehen, jetzt habe ich alle Bilder von spiegel.de und Subdomains blockiert. Allerdings, alles hier unten funktioniert noch wunderbar. Ist jetzt vielleicht kein besonders gutes Beispiel, weil es genau so rum ist, wie man es vermutlich nicht machen wollen würde, aber geht. Dann haben wir hier Skripte. Leute, die zum Beispiel NoScript benutzen, werden das wiedererkennen. Das ist klassisches JavaScript, was hier geblockt wird, um dynamische Inhalte zu verhindern. Um zum Beispiel, wir sehen hier so tracking.emsmobile.de ist zum Beispiel ein JavaScript. Emservice hier, JavaScript. JavaScript ist sehr beliebt bei so Tracker-Zeug, weil man eben damit verfolgen kann, was ihr so im Internet tut. XHR sind Requests, die dann wiederum von... Wenn sozusagen JavaScript erstmal zugelassen ist, sind XHR die Requests, die Seite selber nicht macht, aber so ein JavaScript in der Seite macht. Also quasi so ein Layer tiefer. Frame sind iFrames, also zum Beispiel, wenn man YouTube-Videos irgendwo eingebettet hat, dann sind die über einen iFrame eingebettet, also quasi so eine Website in der Website. Und das kann man hier explizit nochmal blocken. Man sieht hier oben, Frames sind standardmäßig erstmal komplett geblockt, da lässt U-Matrix gar nichts zu, außer bei der First-Party-Domain. Hier ist es explizit grün geschaltet. Um auf das Color-Coding einzugehen, wenn das so leicht grünlich ist, ist das die Standardeinstellung von U-Matrix. Wenn das leicht rötlich ist, selbes nur eben für verboten. Und wenn es tiefrot ist, dann ist das sozusagen so eine explizite Einstellung. Also c.spiegel.de ist sehr explizit geblacklistet, auch wenn jetzt nicht von mir. Wir sehen hier, Frames sind explizit geblacklistet. Und die First Party, also in diesem Fall spiegel.de, ist explizit gewitelistet und alle Subdomains erben das sozusagen. Und ich könnte hier auch eben explizit sagen, ich möchte, wenn ich explizit hier das grün machen möchte, dann sehe, machen wir es besser mit rot, dann sehe ich, dann wird es rot. Wenn ich es explizit rot gemacht habe, sehen wir, das vererbt sich kind of auf die hier, sieht man jetzt nicht, weil die schon grün sind. Aber es vererbt sich zum Beispiel nicht auf spiegel.de, weil spiegel.de hier direkt eine explizitere Regel hat. Das heißt, die Regeln werden sozusagen genauso evaluiert, dass Regeln, die explizit für Subdomains gedacht sind, die Regeln für die höherwertige Domain brechen. Und wenn ich jetzt hier sozusagen das explizite Rote rausnehme, dann wird es auch hier grün. Und wenn ich das jetzt rausnehme, bleibt es auch grün als Folge von dieser Vererbung hier. Wir sehen hier an dieser roten Ecke, dass das sozusagen eine Änderung ist, die ich gemacht habe. Ich kann solche Änderungen auch speichern, dann verschwindet es, weil es jetzt sozusagen in den Default-Kanon von U-Matrix übernommen worden ist. Und wenn ich es wieder rot mache, kann ich es speichern und wir sind wieder da, wo wir vorher waren. Und für alles, was nicht in diese Kategorien Cookie, CSS, Image, Media, Script, XHR und Frames fällt, gibt es noch die wohlbenannte Kategorie Other. Das ist sozusagen der ganze Rest, den U-Matrix blockungswürdig findet, aber den es irgendwie nirgendwo anders einordnen kann. Genau. Bitte? Ja, also alle Arten von Requests, die noch irgendwo auftauchen, die aber nicht irgendwie offiziell in irgendeine bestimmte andere Kategorie fallen. Mir fällt tatsächlich jetzt auch gerade kein gutes Beispiel dafür ein. Aber offensichtlich gibt es sowas mit track.adform.net oder sowas. Genau, das heißt, das ist hier, das ist das, was U-Matrix auch den Namen gibt, nämlich einmal diese Matrix mit den Domains hier und mit den Domains hier. Wir sehen jetzt hier die Standardeinstellungen von U-Matrix und können eben explizit auch, wenn ich eine Änderung gemacht habe und gerade nicht mehr weiß, was ich eigentlich alles geklickt habe, weil ich irgendwie hier blöd in meiner Gegend rumklicke, dann kann ich auch einfach hier ausradieren und dann wird das alles wieder zurückgerollt und so. Hier genau, revert temporary changes for the scope. Dann wird eben genau das zurückgerollt, außer ich habe es versehentlich gespeichert. Wenn ich bei meiner Klickorgie versehentlich auf Speichern gekommen bin, dann ist das natürlich nicht der Fall. Auf diese Weise kann ich also sehr fein granular sagen, von welchen Seiten ich bestimmte Dinge nachgeladen haben möchte. Zum Beispiel möchte ich, wie gesagt, von bestimmten Bilder-Services vielleicht Bilder nachgeladen haben, aber Skripte nicht. Dann kann ich das hier sehr explizit ausschalten. Gibt es Fragen soweit? Ja. Gibt es da spezielle Preset-Listen?
Ja, es gibt tatsächlich auch, es gibt einmal den Default, den wir sehen hier, hier gibt es einige explizit tiefrote Bereiche, die explizit geblacklistet sind. U-Matrix hat da einige Voreinstellungen und wenn wir in die Einstellungen reingehen, sehen wir zum Beispiel auch, dass wir bei Host-Files Listen haben, die von Leuten kuratiert werden, bei die, wo explizit drin steht, dass zum Beispiel bestimmte Seiten tracken und dass die automatisch geblacklistet werden. Wir sehen hier einen Caveat, den man wissen muss. Man kann diese Host-Files auto-updaten, muss man aber offensichtlich immer noch explizit einen Haken setzen. Bei uBlock Origin, was vom selben Entwickler ist, ist das automatisch, glaube ich, an, aber hier muss man es noch einmal anstellen, kann das dann updaten. Man kann es auch auslassen und manuell immer updaten. Aber das sind die Listen, die eben diese Standard-Blacklisten kuratieren. Ja. Das nutze ich bei mir zu Hause. Ja. Die Algorithmen, die da stehen, das Blocken, ja. sind das die gleichen Algorithmen vom Ansatz her? Also wenn man das eine hat, braucht man nicht zwingend das andere. Ja. Ich sehe, dass U-Matrix, das ist offensichtlich besser konfigurierbar. Genau, das ist genau der Unterschied. Also uBlock Origin ist dieses Fire and Forget, der macht schon das Richtige. uBlock Origin hat auch mehr Listen. Du kannst bei uBlock Origin auch themenspezifische Listen zum Beispiel haben. Die haben irgendwie Privacy-Filterlisten und sonst was Filterlisten. Also uBlock Origin ist mehr dazu gedacht, installieren, tut, fertig, wenn man sich nicht viel drum kümmern möchte. uMatrix ist für diejenigen gedacht, die gerne fein granularer einstellen möchten, dass ich von bestimmten Domains zum Beispiel Medien nachladen möchte, aber keine Bilder oder Skripte. Man sollte vielleicht auch nochmal erwähnen, dass das Browsen einfach schneller geht, weil ziemlich viel geblockt wird und auch viel unsinniger Inhalt nicht hochgeladen wird. Und also man merkt einen deutlichen Unterschied, ob man mit Origin oder Netflix hat oder es nicht benutzt. Das ist richtig. Wir vermissen übrigens ja auch die Werbung hier. Oh, gut, hier habe ich die Bilder weg. Aber wir vermissen auch die ganze Werbung, die hier so war. Das beschleunigt natürlich den Seitenaufbau ungemein, wenn sozusagen diese 4 Terabit an Videowerbung, die da sonst irgendwie auf diesen Seiten rumgeistert, nicht plötzlich nachgeladen wird. Und hat gleichzeitig natürlich auch vom Sicherheitsaspekt, da ist auch wieder hier auf diese schöne Matrix hinzuweisen, vom Sicherheitsaspekt will man ja sowieso einen Adblocker haben, weil viel Schadware entsprechend über Werbeanzeigen ausgeliefert wird und man das hiermit auch einschränken kann. Aber auch da ist, wenn man sich sozusagen nicht mit der kompletten Matrix beschäftigen möchte, dann ist uBlock Origin auf jeden Fall auch eine sehr valide Alternative, die auch ihren guten Job tut. Ja? Ich kann auch mit uMatrix nicht so Dinge machen wie, also uBlock Origin zeigt mir ja Spiele, die keine Werbung an, soweit ich weiß. Ich probiere das gerade aus mit einem leeren Firefox, also mit uMatrix, und da zeigt er mir Sachen an. Ich habe gerade nachgeschaut, es kommt aus dem gleichen CDN wie die Bilder, die ich ja sehe. Mhm. Also das lässt sich ja nicht einfach verhindern durch uMatrix. Ne, genau. Also wenn die Werbung vom selben CDN kommt, ja. Dann ist... Da scheitert sozusagen das Modell, was uMatrix dir bietet. uMatrix ist sozusagen wirklich eine domainbasierte Firewall. Da ist uBlock Origin als expliziter Adblocker. uMatrix ist nur ein Adblocker by accident, was in der Praxis normalerweise gut genug funktioniert, weil die meiste Werbung über solche Netzwerke, die von extern kommen, eingebunden wird. Aber uBlock Origin hat auch nochmal explizitere Listen, die konkrete Elemente blocken, als uMatrix, was einen generischeren Ansatz fährt. Genau, wir sehen hier auch so ein bisschen Werbung haben wir hier noch. Das ist jetzt ja am Rand. Ja. Genau. Wir sind hier gerade in den Settings gewesen. Man kann auch andere Dinge tun. Man kann zum Beispiel, was haben wir hier? Die Number of Distinct Requests on the Icon anzeigen. Dann, wenn wir jetzt einmal neu laden, zählt er uns auch gleich mit. Dass kicker.de zum Beispiel 288 HTTP-Requests machen möchte. Unterschiedliche. Das Sturmgeschütz der Demokratie kommt auf 179. Ist schon mal ein bisschen, ist er noch nicht fertig? Ah, er lädt noch 180. Gut, die 180. war jetzt wahrscheinlich dieses Fenster hier. Yahoo.de liegt bei 65, gar nicht so schnell. Wir sehen, es ging gerade auch relativ flott, wahrscheinlich, weil ich die ganze Werbung ausgeblockt habe. Oder weil die Seite aus dem Cache kommt, das könnte natürlich auch sein, aber der Gedanke, dass es daran liegt, dass ich die Werbung nicht habe, ist natürlich viel lustiger oder viel, viel, viel schöner. Genau, das kann hier zum Beispiel auch, uMatrix kann auch strict HTTPS durchsetzen, das brauchen wir aber gar nicht hier, das können wir auch hier machen.
in so ein paar Einstellungen zum Beispiel, wir könnten Forbidden Mixed Content machen. Können wir anmachen, können wir neu laden. Dann werden HTTPS Mixed Content wird dann geblockt. Mixed Content heißt, ich habe eine Seite, die ich über HTTPS, also mit Verschlüsselung, aufrufe. Gleichzeitig ist aber zum Beispiel ein Video ohne Verschlüsselung eingebunden. Normalerweise wird das durchgelassen, dann habe ich sozusagen ein Element, das unverschlüsselt requested wird von der Seite, aber wenn ich Strict Content durchsetzen möchte, dann wird U-Matrix sagen, ah, das ist eine HTTPS-Seite, du willst über HTTP kommen, geh mal wieder weg. Und dann kommt es eben nicht, dann sorgt man eben dafür, dass man eben nicht diese Mischung hat und dass man auf HTTPS-Seiten auch sicher ist, dass man nur eine, dass man sozusagen nur verschlüsselten Content hat. Ja? Das ist möglich, das habe ich lange nicht mehr ausprobiert. Hast du mal eine Mixed-Content-Seite da? Nee. Schade. Ich nämlich auch nicht, deswegen, sonst würden wir das jetzt mal eben testen, aber ich habe leider gerade keinen Kopf. Was ich fragen wollte, ob du weißt, dass dieses NoScript-Tags Die NoScript-Tags. Was die Idee bei diesen NoScript-Tags ist, man kann in einer HTML-Website Dinge einbinden, wenn eine Website ausgeliefert wird, die, wo zum Beispiel so ein Skriptblocker an ist. Das heißt, wenn ich meinen Skriptblocker anmache, dann gibt es diese No-Script-Tags, da steht dann Zeug drin, das ausgeführt wird oder das eingebunden wird, wenn sozusagen keine Skripte eingebunden wird. Facebook benutzt das zum Beispiel, dass wenn du auf facebook.com gehst und du machst Skripte aus, dann ist es für Facebook natürlich blöd, weil die dich jetzt nicht mehr tracken können, also verlagern die ihre Tracking-Mechanismen in so No-Script-Tags, damit die trotzdem geladen werden. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wie U-Matrix das macht, aber ich vermute, dass es bei diesen Spoof-No-Script-Tags genau versucht, diesen Mechanismus zu unterwandern und irgendwas zu tun, damit der Content, der in diesen No-Script-Tags drinsteht, nicht geladen wird, anders geladen wird oder Dinge tut. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, wie das intern funktioniert. Aber kann man anmachen? Ist standardmäßig auch an. Genau, also wenn die Downside ist natürlich, wenn ich hier hartes Blocking von JavaScript und JavaScript-Ersatzelementen einbaue, dann funktionieren natürlich alle Seiten, die auf JavaScript und JavaScript-Ersatzelemente angewiesen sind, nicht mehr. Also wenn ich so ein U-Matrix in Standardkonfiguration sausen lasse, gibt es tatsächlich ein paar Seiten, wo ich die Seite aufrufe, laden ist fertig und ich gucke auf ein weißes Fenster. Ich hatte da jetzt letztens auch noch eine, aber habe ich sie vergessen, sonst würde ich das gerade mal demonstrieren. Ich habe gerade die URL vergessen. Genau, also das ist das eine. Dann gibt es noch Forbid Web Workers, wenn wir schon dabei sind. Forbid Web Workers, ist im Wesentlichen JavaScript, das abgekoppelt vom eigentlichen Tab läuft. Zum Beispiel, wenn man irgendwie eine Web-Applikation hat, die, keine Ahnung, ich mache Video-Rendering im Browser. Dann würde mein Firefox sehr, sehr langsam werden, oder zumindest der Tab würde sehr, sehr langsam werden, wenn der irgendwie in dem JavaScript von der Seite Video-Rendering machen würde. Oder Crypto-Mining, ich habe auch schon dran gedacht. Was man dann tun kann als Website ist, man kann sagen, okay, wir haben sozusagen unsere Website als Frontend und dann haben wir unseren Content-Prozess, den dispatchen wir als Webworker, der läuft dann im Firefox sozusagen als so ähnlich wie ein eigener Tab im Hintergrund. Und darüber kann man sozusagen die rechenintensive Arbeit aus dem Frontend verlagern in die irgendwo, wo es den User nicht stört. Das wären Webworkers. Wenn man das nicht möchte, bums, schon hat man das nicht mehr. Zumindest für diesen jetzigen Scope. Genau. Gibt es weitere Fragen? Was man, wenn wir nochmal in die Einstellung gehen, auch machen kann, Text Size, Colorblind Friendly, blockierte Cookies kann man direkt wieder löschen lassen, Local Storage kann es auch was. Man kann hier in den My Rules auch bestimmt, man hat hier seine Rules. Man kann zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie Yahoo voll total, Yahoo ist doch scheiße, ich blackliste Yahoo. Wenn ich das jetzt mache, sehe ich das, glaube ich, jetzt noch nicht. Doch, ich sehe es hier, das sind die Temporary Rules. Die kann ich entweder über den Knopf hier rüber committen oder ich mache einfach hier, mache ich einmal ein Save und dann müsste das hier jetzt rüber gewandert sein. Genau. Und jetzt ist hier yahoo.com Sternblock. Ihr könnt euch ungefähr überlegen, wie das funktioniert. Also der hat hier irgendwie so eine Syntax für diese Regeln. Ich kann es irgendwie die hier wieder anblocken. Kometen finde ich cool. Zack, bums.
Und jetzt habe ich es kaputt konfiguriert. Offensichtlich habe ich gerade eine Kombination von... Ah, ich habe offensichtlich die Seite, die über das JavaScript einen JavaScript-initiierten Request machen will, habe ausgerechnet die wieder angemacht, gleichzeitig aber die Hauptdomain geblockt und U-Matrix findet das gerade offensichtlich sehr, sehr fishy. Also man kann im schlimmsten Fall dieses U-Matrix auch einfach für den entsprechenden Bereich ausschalten, wenn es gar nicht mehr tut. Aber man kann eben, oder man kann eben temporär Dinge tun. Was ich jetzt eigentlich zeigen wollte, war hier. Hat sich was geändert? Ja, genau. Also wir sehen yahoo.com, Sternblock, aber yahoo.com, comet.yahoo.com, also die Subdomain, und da alles wird erlaubt. Das heißt auch beim Mischen sind alle Subdomains, die nicht explizit erlaubt sind, drin. Genau, hier, die Regel sorgt dafür, dass alle Subdomains, dass bei allen Subdomains von yahoo.com, das erklärt ja, warum es nicht geht. Genau, ja, also das ist explizit von mir gerade kaputt konfiguriert worden. Genau, der blockiert eben entsprechend alles, bis auf sozusagen die Überreste von HTML, die vielleicht noch überbleiben. Und wir können auch hier Regeln explizit editieren, wir können neue Regeln dazu schreiben. In der Regel, der jetzt nicht akzeptiert, weil sie seiner Syntax nicht entspricht, aber was ich eigentlich schreiben wollte, ist: Da würde er auf der Seite nonmv.de für alle Subdomains von ist die Operation sehr, auf die Spalte sehr die Operation awesome anwenden. Da die in U-Matrix nicht implementiert sind, schmeißt er die jetzt offensichtlich weg, aber von der Idee her können die auf diese Weise auch eigene Regeln schreiben. Oder die einfache Variante ist, ich mache die temporäre Regel auf der entsprechenden Seite, gehe dann hier rein und drücke einfach auf Commit oder drücke entsprechend auf Save oder so. Genau. Wollte ich sonst noch mal sagen, das ist der Logger. Hier kann ich alle Temporary Changes nochmal reverten. Und darüber haben wir auch gesprochen. Referrer Spoofing kann das Ding auch, also wenn ich sozusagen was nachlade von einer anderen Domain, dann kann es sein, dass da mitgeschickt wird, von welcher Seite das kommt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein YouTube-Video lade, kann es sein, dass mitgeschickt wird, dass das an YouTube geschickt wird, von welcher Seite ich dieses eingebundene, also von welcher Seite dieser Request veranlasst wurde. Das heißt, wenn ich, keine Ahnung, spiegel.de bindet mir jetzt ein YouTube-Video ein, dann könnte mitgeschickt werden, dass dieser Request, das Video einzubinden, kam jetzt von einem Typen, der das auf spiegel.de gesehen hat. Und wenn, was auch standardmäßig an ist, mit dem Referrer-Spoofing würde YouTube hören, dieser Request, dieses Video einzubinden, kam von jemandem, der das auf youtube.com gesehen hat. Und damit wird eben nicht geleakt, von welcher Seite das kam, nur von welcher IP. Genau, ich glaube, das wäre so eine Großzusammenfassung von U-Matrix. Ich persönlich finde die Standardeinstellung von U-Matrix schon sehr, sehr gut. Also man kann das Ding installieren und das allermeiste funktioniert einfach. Also einfach installieren und dann gucken. Ein paar Seiten funktionieren natürlich nicht. Es ist ein schönes Instrument, um sich mal bewusst zu werden, wie unser Internet heutzutage aufgebaut ist und wie das sozusagen alles zusammenhängt. Auch wenn man zum Beispiel sieht, welche Funktionen nicht funktionieren, wenn welche Domain nicht da ist. Das ist manchmal auch sehr aufschlussreich. Zum Beispiel, wenn man feststellt, dass der Suchmechanismus einer Seite eigentlich von extern eingebunden wird. So Dinge. Von daher finde ich das eigentlich eine sehr illustrative Sache habe das eigentlich ganz gerne bei mir drin. Auf der anderen Seite ist es natürlich in gewisser Weise auch ein bisschen anstrengend, weil man viel hier manuell konfigurieren kann. Aber wie gesagt, die Standardeinstellungen sind eigentlich sehr, sehr angenehm. Wenn man ähnliche Effekte, aber das ganze Zeug nicht haben will, wir hatten es ja schon, uBlock Origin ist eine ganz hervorragende Alternative. Funktioniert auch gut zusammen, wobei ich glaube, das ist ein bisschen Overkill. Okay, es scheinen Leute zu geben, die das auch gemeinsam sehr, sehr gerne benutzen. Das geht, funktioniert auch. Ist natürlich dann nur ein Add-on mehr im Browser. Das Vorteil des U-Matrix, gewisse Sachen blockt, die eigentlich bei uBlock durchgehen würden, standardmäßig, die man, also keine Ahnung, von Skripten, die jetzt vielleicht nicht unbedingt in der Werbe- oder Tracking-Liste drin sind, aber die in U-Matrix Fische vorkommen, dann kann man immer noch selber entscheiden, wie man die jetzt tun lässt oder nicht. Genau. Genau. Gibt es weitere Fragen? Das ist U-Matrix. Ja. Das ist vielleicht auch interessant, einfach zu sehen, was passiert. Bei U-Block Origin, da sieht man weniger, was passiert. Und von daher haben wir die Parallelen. Ich habe das jetzt noch nie parallel benutzt.
Aber ich denke, wenn man einfach auch sehen will, was passiert, ist das U-Matrix, glaube ich, ganz gut. Ja. Also der illustrative Effekt von diesem U-Matrix ist sehr gut bis sehr beeindruckend. Gerade wenn man sich halt vor Augen führt, dass so eine Seite hier irgendwie 288 HTTP, also ich rufe eine Seite auf und kriege dafür irgendwie 288 Seitenaufrufe, die dadurch verursacht werden. Wenn man irgendwie bei, also auch mal sehr schön, wo landet Welt.de, diese klassischen Verdächtigen, 94... Und wenn wir es ausschalten und neu laden, wird das, glaube ich, noch mal schlimmer. Ja, genau. Und dann hat man so eine Kaskade und mit, wenn man es halt nicht da drin hat, sind wir bei von 92 auf 238 Requests hoch. Wir können es ja noch mal ausmachen und schauen. Hier sind wir jetzt mit an bei 290 und mit aus sind wir bei 300, 365, 392. Knacken wir die? Die 500 knacken wir auch noch, natürlich. Die 700 knacken wir sicherlich auch noch. Wie konnte ich... Ah, nee, okay. Die 700 knackt dann nicht mehr, aber kicker.de macht zum Beispiel 662 Requests, nur weil ich eine Website aufgerufen habe. Es könnte sein, dass er auch stackt. Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Dann müssen wir die Baseline noch abziehen, dann sind es aber trotzdem noch echt viele. Genau. Gut. Gibt es übrigens auch für Chromium und Chrome. Genau, also ich habe es demonstriert an Firefox. Sowohl uBlock Origin als auch uMatrix gibt es beide für den Firefox und für Chromium und Abkömmlinge. Wenn es ansonsten keine Fragen mehr gibt, würde ich sagen, danke ich für eure Aufmerksamkeit. Und wünsche noch einen angenehmen Chaos-Treff.